Es ist immer wieder schön zu sehen, wenn man Pflanzen vor uns sieht und sie gedeihen in den Töpfen richtig schön und prächtig. Das ist hier jetzt zum Beispiel eine Feuerbohne, die mein Vater vorgezogen hat. Die ist schon ziemlich gut gewachsen. Mal schauen, wo ich sie reinsetzen werde. Aber es ist dann immer so, wenn es lange nicht geregnet hat, die Pflanzen gut gedeihen, weil man sie auch ja, gegossen hat. Und plötzlich kommt der Regen und auf einmal hat man jetzt nicht die richtigen Maßnahmen, um Schnecken natürlich zu bekämpfen. Und auf einmal hat man diese Erlebnisse in der Nacht, am Morgen, und die Pflanzen sind stark angefressen. Sieht man vor allem bei mir jetzt bei den Bohnen oder auch beim Salat, und man bekommt einen kleinen Schock. Und ja, bei mir ist es halt auch so, ich habe jetzt zum Beispiel keine Laufenten und da schaue ich natürlich nach anderen nachhaltigen Maßnahmen, um Nützlinge anzusiedeln, um Schnecken erfolgreich für die nächsten Jahre oder auch für immer zu begegnen. Also Schnecken in Form von der braunen Nacktschnecke. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt und speziell wie ich jetzt die Nacktschnecke begegnen möchte, beziehungsweise natürlich das Gleichgewicht schaffen möchte. Da mache ich wahrscheinlich auch eine längere Serie, weil ich hier mehrere Maßnahmen machen möchte. Und eine habe ich jetzt die letzten Tage umgesetzt. Und zwar möchte ich hier gerne bei mir im Garten von meinem Vater einen Igel ansiedeln. Und deswegen sind auch hinter mir die Lorbeeren, weil ich da so ein kleines natürliches Igelhäuschen gebaut habe. Also wirklich so ziemlich kostenlos habe ich das Material bekommen. Ich habe von hier im Dorf hat jemand eine alte Zwetschge gefällt und die Ästlein oder beziehungsweise den Baum in mehreren Teilen unterteilt und ich habe da was bekommen. Und ich habe dann diese Äste und diese Holzstämme habe ich dann jetzt dazu verwendet, um halt das Grundgerüst zu bauen, beziehungsweise so eine Art ja, Igelhäuschen, und darauf habe ich dann ein paar Lorbeerblätter, die mein Vater geschnitten hat, habe ich einfach draufgelegt. Man kann auch zum Beispiel Laub nehmen und das ist jetzt zum Beispiel ja, so ein kleines Igelhäuschen für mich, um hier einfach die Möglichkeit zu bieten, einen Igel anzusiedeln. Wichtig ist auch, wenn man einen Igel ansiedelt, man muss natürlich auch die entsprechenden Futterquellen oder Futternahrung anbieten, neben Schnecken natürlich auch andere Sachen. Im Internet wird zum Beispiel Katzenfutter empfohlen, aber da bin ich halt nicht so mehr oder weniger der Freund, weil es dann doch wieder so industrielle oder chemische Sachen sind. Da würde ich halt mehr so nachhaltige Sachen wie, ja, wie pflanzliche Sachen versuchen, dem Igel zu geben. Und das ist halt jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit für mich, einen Igel wirklich langfristig auch anzusiedeln. Der Garten sollte dann natürlich auch offen sein, damit der Igel hier hin und her laufen kann. Und da muss ich halt auch mal schauen, vielleicht, wenn ich auch einen ja, gefährdeten Freund sehe oder ob ich, wenn jemand ihn bei einer Station abgegeben hat, dass ich ihn vielleicht mitnehme und hier versuche, in dem Garten, in das Häuschen hier hinter mir einzubringen. Und ja, was man auch noch machen kann, man kann sich natürlich so ein Igelhäuschen auch kaufen. Oder was man jetzt auch machen kann, wenn man jetzt nicht so wie ich das jetzt gemacht habe, man kann auch einfach ja, Wurzeln oder andere größere Holzstücke machen, muss es nicht unbedingt so schön machen. Man kann halt da einfach so eine kleine Höhle machen und da einfach Laub mit reingehen. Und halt auch, ja, für mich ist das einfach wirklich eine Möglichkeit, weil die auch sehr gute Nützlinge sind. Und wenn man schon diese natürlichen wilden Plätze hat, dann sollte man die auch dementsprechend nutzen. Und ja, warum denn nicht, finde ich, warum nicht? Und Igel macht natürlich auch ziemlich viel Spaß im Garten, vor allem weil er auch eher nachtaktiv ist. Und er braucht halt unterm Tag über auch ein schönes, ruhiges Plätzchen, und das sollte er hier haben. So, in diesem Sinne
bedanke ich mich herzlich, dass ihr eingeschaltet habt. Gerne könnt ihr dem Video auch einen Daumen nach oben geben und auch einen Kommentar hinterlassen. Ihr könnt auch den Kanal kostenlos abonnieren und auch auf die Glocke drücken. Dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Unten in der Videobeschreibung findet ihr weitere Unterstützungsmöglichkeiten, wie ihr mich und mein Projekt einfach unterstützen könnt, damit ich es weiter aufbauen kann und für euch Videos drehen kann und einfach wir gemeinsam den Weg der Natürlichkeit und Permakultur gehen. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.